Für Rot-Weiß Essen stand am Samstag eine ganz besondere Trainingseinheit auf dem Programm. Stadtradeln war angesagt. Nach den ersten etwas zögerlichen Anfängen wurde eine größere Runde durch die Innenstadt gedreht. Vom Grillo-Theater ging es dann in Richtung Rüttenscheid. Vorbei an der Philharmonie bis zum Volkfangmuseum. Danach standen die Gruga und ein kurzer Stopp am Ronald McDonald Haus auf dem Programm. Anschließend radelten die Rot-Weiß-Kicker durch Rüttenscheid und auf der alten Bahntrasse in Richtung Baldeneysee. Das Stadtradeln war vor allem für die Neuzugänge eine gute Gelegenheit, die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten aus einer ganz besonderen Perspektive kennenzulernen.